Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Runde, in der zweiten Runde hier im kleinen Let's Test, Let's Play Aqua Motorsports mit Jetski Utopia. Ich habe den Namen gerade nicht vor Augen, deswegen kann es sein, dass ich den Namen jetzt nicht ganz richtig ausspreche, aber ihr seht ihn ja hier im Videotitel und ich habe den ja nochmal in der Beschreibung verlinkt, auch zu Steam, wenn ihr die Entwickler hier gerne mal unterstützen wollt oder auch mal gerne in das Spiel reinschauen möchtet. So. Heute machen wir weiter, nachdem wir das Tutorial nach Hinten und Würgen hier absolviert haben, mit einer kleinen Meisterschaft. So, wir haben die Sportflitzerliga und die Ski-Liga. Okay, gibt es da Unterschiede? Ich bin, wie gesagt, muss ich hier nochmal anmerken, ich bin kein Profi aus dem Sport. Zumindest im Waschersport, da sprachen wir schon spät. Ich meine natürlich Wassersport. Und ja, ich weiß nicht, fangen wir einfach mal mit den Sportflitzern an. Vielleicht ist das rechts ja ein Stunt oder so. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Theorie. Alter Falter, ja mal jede Menge zu tun. Ich glaube, das wird doch ein etwas längeres Let's Play, wenn ich das so sehe. Unerwartet wurde daraus ein Let's Play. Ich wollte eigentlich nur ein Let's Test machen. So, Baby Racing, Racing Challenge. Challenge, if you want to play this game. So, Baby Racing Beginner Challenge. Ja, fangen wir nochmal an. Die 250 Kubikklasse Beginner Rang Anfänger oder Beginner halt. So, Aquatic Dream Tropical Island. Wellengröße ist so okay. Enge Passagen ist nicht. Enge Kurven ist auch okay. Stuntgelegenheiten ist so okay. Okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Und hier gibt es drei Strecken. Metropolis Trip Inside und The Dome. The Dome! So, aber wir fahren jetzt mal. Gehen wir hier mal die Meisterschaft. Oh, das sieht ja nice aus. Das ist merkwürdig dreckig. Also vom Design her gefällt mir das, aber nicht die Farbe. Die ist ein bisschen... Nee, ich mein's. Achso, das müssen wir erst freikaufen. Ach Gottchen. Ah. Oh, das ist... Happy Side, for peace, polar bear. Okay, Pixel Art, also so digital, Pixel Art nenne ich das jetzt mal. Okay, mehr können wir uns gar nicht aussuchen. Aber wir können es anpassen, das gefällt mir schon mal gut. Und das können wir wahrscheinlich auch mit allen Jetskis machen. So, wählen wir mal weiß und als Zweitfarbe wählen wir mal was anderes aus. Ach nee, wir haben ja gar keine Zweitfarbe, ich Jenny. So, weil wir ja schon diese pinke Lady haben, oder lila. Nehmen wir mal das und starten mal das Rennen. Rennen. Meistere das Rennen, indem du Bojen auf der korrekten Seite passierst. Ui. Welcome to this exciting runabout competition. Here's the current leader. Sophie Strömberg ist auf der Pole Position. Ready. Ja, und hier haben wir natürlich auch Kontrahenten, die uns direkt hinten reinfahren. Nice, das kenne ich von GTA, aber das ist ein anderes Spiel. Wow, 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 Alter. Okay, Bojen fahren. Ich hoffe, ich werde nicht zu Heubolie. ja, wir sind hier auf jeden Fall schon mal auf dem... Money. Das sieht aber aus wie Pokerchips. Alter. Okay, ich bin definitiv gut dabei, will man sagen. Das wird ein langes Let's Play. Oh. Nein, Spaß natürlich. So, und... Falsche Taste, das war doch ein nice Move, den wir hier abgerattert haben. So, abbremsen. Was auf dem Wasser so abbremsen ist. Also man merkt schon, die KI ist nicht unmöglich, aber man muss auch ein bisschen in die Steuerung reinfinden. Aber ist zumindest nicht so sauschlechtes bisher. Aber wir spielen ja jetzt aber erstmal die erste Runde. Schauen wir mal weiter. Jetzt, das sind meine Kreuz-GV. Okay, ja, er hat seine Beine gestreckt und gesagt, hey, ich leg mich auf dich. Nein, natürlich nicht. Runde 2. Oh, diese Delfine, ich finde die echt cool. Rechts dann vorbei und yeah. Und links. So, langsam komme ich rein. Wir sind auf Platz 4, wie ich gerade... Yes. Ich weiß auch gar nicht, wie man hier einen Stunt einsetzt. Stunt Boost. Ich habe ein Tutorial nicht aufgepasst, ich gebe es zu. Nein, hat er wirklich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir holen den Vordermann nicht ein. Auch nice. Wellen. Auf die man reagieren muss. Sarah Gray, mach die vom Marker, Sarah. Ich bin hier. Die bessere. Ich glaube, das passt dann mit dem Usernamen nicht mehr so ganz, aber das ist egal.
Es ist ja nur für dieses Let's Play. Wir können der Dame ja jetzt noch nachträglich einen anderen Namen geben. Nennen wir einfach, wie nennen wir sie? Wir nennen sie Lilly, weil Lila und so und so. Ja, voll kreativ. Egal. Okay, ich sollte irgendeine Taste drücken. Ich habe die jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Alter, wo kommen die Kisten her? Alter, war die vorher schon da? Ich habe perfekt... Alter, ich habe den... Wie hieß der? Abdul Asal Al... Ich konnte den Namen gerade nicht mehr lesen. Alter, die Wellen werfen einem aber ganz schön aus der Bahn. Und die KI so, ja, ja, Wellen ignorieren wir einfach mal. So, jetzt machen wir keinen Stunt, jetzt fahren wir mal ganz normal. Sind wir da? Achso, da oben steht der Alsain. Alsain. Sind auf dem vierten Platz. Ich würde sagen, mit dem. Wir heißen zwar Jatiki, wir nennen sie aber jetzt einfach mal Lilly, weil ich sie gerade so genannt habe. Ja, okay, ich habe sie so genannt. Ja, ich finde das Ergebnis für den Anfang erstmal gut, weil Sophie Strömberg ist ja mit. Ach, der Scheiße, hat ihn Vorsprung gehabt. Alter, Falter. Koji Sasaki auf Platz 2. Abdullah Alsain. Wir natürlich Sarah Gray, Davi Silva, Chris Peenwood und Jennifer Woodland. Ja, das sind doch mal gute Namen. Und wir sind auf Platz 4. Ich hoffe, wir müssen das nicht gewinnen. Meinte, hat er noch nie ein Spiel gespielt, ne? Ja, aber wir werden erstmal sehen. Jetzt ist ja mal das zweite Rennen. Der Anfang war gemacht und wir haben nicht genug. Ah, so sammelt das. Ah, okay. Also, umso öfter wir spielen, umso mehr sammeln wir das Geld dann auch und können uns bessere Jetskis kaufen. Ah, ja, also bisher muss ich sagen, solides Spiel. Welcome to Sunshine City. We're about to start the race. Pole position. Ah, Sophie Strömberg mal wieder. Die alte Sophia. Ready, set, go. Oh, da haben wir fast einen Kickstart hingelegt. Alter, Alter, what's going on with you guys? Und Ladies, weil da sind ja mehrere am Ball. So. Und ich weiß gar nicht, wo der nächste Pöller hier ist. Sonst würde ich mir einfach mal hier ein bisschen, wow, 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 please. Please, Chris. Please stop that. That's not ladylike, man. Alter. Ich bin eine bezaubernde Lady. Das ist so mein Satz gerade, ja, habe ich gesagt. Also sie ist eine bezaubernde Lady und... Ja, der fährt ja einfach mal außerhalb der Rennstrecke. Ist ja auch mal eine... Alter, diese Kurven. Es ist schwierig, diese Kurven zu nehmen. Aber ich glaube, ich muss dann noch reinkommen, so langsam in die Steuerung. Ja, das sagt er in 5 Folgen auch noch. Nein, Spaß natürlich. Die drängen einen unglaublich ab. Das ist... Alter, da Silva, willst du mich hier... Rammel. Aber man muss vorsichtig sein, weil die sind ja Frauen und Männer. Ja, und jetzt holen wir auf. Und jetzt holen wir auf. Wir legen nach und kriegen die Kurven und... Ja, danke. Nice. Genau da wollte ich nämlich lang. Was ist das denn? Ich habe ein Sägeblatt eingesammelt. Was? Was bringt mir das? Keine Ahnung. Och, ist dir doch hingefallen. Kann er sich nicht festhalten. Doch, tut mir das nicht leid. So, ja, wir sind natürlich eine harte Lady hier mit unserer Lilly. Alter, ich kack dir ins Essen. Aber ich sag jetzt keinen Namen, weil das war mir ja Multikultur. Jennifer Woodland macht den Baumstamm und liegt einfach um Wasser rum. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Aber das ist ja auch nur, was ich meine. Nicht meine, sondern sage. Und nicht ernst meine. Das war jetzt falsch rumformuliert von mir. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. So, aber es macht schon definitiv Spaß, muss ich sagen. Hab's jetzt nicht so spaßig erwartet. Auch nicht, dass die KI so einen so wegdrückt. Ja, natürlich, du kannst unter mir durchfahren. Weil er einen Stahlpony hat. Aber ich sammle mal kurz das Geld, damit wir uns einen besseren Jetski holen können. Und dann ziehen wir die alle ab. Da ziehen wir die alle ab, meine Freunde. Alle. Ja. Yeah. So, Sarah Gray ist wirklich eine harte Nuss hier. Oder wie kann man das im Jetski-Bereich sagen? Sie ist echt die Eisboje. Sie ist echt so eine Seescholle. Jetzt versucht er etwas ein Wortspiel mit Wasser zu machen, was nicht funktioniert. Richtig. Das hast du gut durchschaut, meine Freunde. So, wir sind immer noch im Wasser unterwegs. Kaum geahnte Möglichkeiten hier. Eieiei. Es läuft auch extrem gut. Um hier mal so ein paar technische Eindrücke wieder zu vermitteln. Aber ihr seht das ja auch auf YouTube. 60 FPS ist hier bei dem Spiel solide. Oh, wir haben nicht gewonnen, aber wir sind wieder auf Platz 4. Wie vorher schon. Ach ja,
Da haben wir unser Bestes gegeben und sind knapp eine Sekunde hinter dem Abdul Al-Sahin. Ich nenne es jetzt einfach mal so, falls ich es falsch betone, ist es mir jetzt auch nicht so wichtig. So, wir sollten uns auch hier mehr auf das Spiel konzentrieren. So, wir haben 16 Punkte. Wir könnten noch auf Platz 2 kommen mit einem geschickten Ausfall von allen vor uns. Aber nein, im Ernst. So, die nächste Strecke hat nur enge Kurven. Ach so, da oben sehen wir die Vorschau. Es ist in der Nacht und Inside the Dome. Eine Wasserarena. So, wir haben jetzt schon mal 1600. A lap here is really short. It's going to be tight. Pole position. Oh, shitty fuck. Das kann richtig hart werden. Ready, set, oh Gott. Go. Aber hier haben wir keine Wellen. Alter, Alter, ja, was brauche ich Wellen? Die tragen mich doch von alleine hier schon alle raus. Gib mich dir Money. Und dann werde ich euch alle mit meinem Geld besiegen. Ich kann mir ein eigenes Land kaufen. Okay, wir haben... Wow. Alter. Alter, das ist echt schwierig, hier vorbeizufahren. Weil die einen in der Kurve so schneiden, dass man rausrutscht. Also auf dem Wasser rutscht man natürlich die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich muss die Kurven extrem kurz schneiden, aber dann kann ich mich nicht wenden, weil natürlich meine Kontrahenten mir mit total im Weg stehen. Was machen die denn? Die stehen mir im Weg. Ja, wir können zum ersten Mal in dieser Runde auf Platz 3 es schaffen. So, wir müssen die Kurven nur wesentlich enger schneiden als die anderen. Auch nicht schlecht. Ich bin auf Platz 1, wir sind auf Platz 1. Unsere Lili ist auf Platz 1, das ist doch mal nice. Was soll man da noch sagen, außer we are the winners, Boss. Aber wir müssen das Ding auch erstmal ins Ziel bringen. Und das sind nur wenige mit Zentimeter. Und yes, wir haben gewonnen. Ja, wir haben sie alle abgezogen. Beginnerglück haben wir gerade freigeschaltet. So könnte man das wohl am besten formulieren. Ja, wir haben Sophie Strömberg hinter uns gelassen. Koji's Sakas, Saki, Abdul und Pinewood und Gray und Woodland und Silver. Ja, da haben wir unsere 12 Punkte und wir haben uns doch noch zum Ende gut gemacht des Turniers. Finde ich gut, finde ich echt richtig gut. Ja, haben wir natürlich nicht gewonnen, haben aber gerade noch unseren vierten Platz gegen den dritten ausgetauscht. Das finde ich schon mal richtig, richtig nice. So, Ziel. Oh, sogar eine Siegerehrung. Nächstes Mal ist der Pokal unser. Und wir sind der Einzige ohne Helm. Also die Einzige. Nee, das Silber hat auch nichts. Und ich glaube, der Winewood und der Al-Said auch nicht. Dritter Platz. $2000 ist schon mal was wert. Meisterschaft freigeschaltet. Wavestar Wild Race. Und neues Wasserfahrzeug freigeschaltet. Nice. So. Und wir sind Rang Novize. Ja, ich würde dann sagen, machen wir direkt das nächste Turnier. Das wird ja noch schwieriger, aber ne, wer nichts mag, der nicht gewinnt, ne? So, wir können uns jetzt den hier zulegen, ne? Hat einen unglaublich guten Turbo. Ja, das gefällt mir doch. Kaufen wir den einfach mal, weil wir es können, und wechseln mal die Farbe wieder zu einem angenehmen Lila. Jetzt mal zu einem kräftigen Lila, um den Gegnern zu zeigen, hier ist mal was am Start. So drücken wir unsere farbliche Mächtigkeit aus. Die mächtige lilane Farbe ist ja bekannt für ihre Mächtigkeit, nicht nur bei den Saints, sondern auch in anderen Situationen. So. So. Ich habe gerade gesehen, eventuell könnten die Texturen auf dem PC ein bisschen schärfer sein. Wobei, das erscheint ja auch für PS4 und Xbox One. Dementsprechend geht da wahrscheinlich auch noch grafisch ein bisschen was mehr von den Texturen her. So. Oh, ich muss ja da lang. Aber wir schlagen uns jetzt schon eine ganze Ecke besser. Weil die einen nicht mehr so rammen. Ich befürchte, da war sogar noch eine Abkürzung. Wenn es hier welche gibt. Nice. Alter. Betty Clarkson. Was ist das denn? Kit Sutikul. Sutikul. Ich bin nicht deine Leitplanke. So. Jetzt fahren wir mal wieder auf den zweiten Platz in der Hoffnung, dass man an der Damen Betty hier vorbeikommt. Boah, wir haben sie einfach runtergehauen. Wie böse wir sind. Böse. Böse. So.
Ja, ich habe nämlich, glaube ich, da gesehen, haben wir eine Abkürzung. Musik passt auch ganz gut. Finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass eine Hintergrundmusik oder so eine Begleitmusik im Hauptmenü immer stimmig ist, auch zum restlichen Spiel. Und ich muss sagen, bisher bin ich positiv beeindruckt von dem Spiel, muss ich schon sagen. Hier und da natürlich jetzt kein AAA-Titel, gerade was die Bomben betrifft, aber dafür läuft es sehr flüssig. Ich habe schon teurere Spiele gehabt. Was heißt teurere Spiele? Ein anderes Let's Play, was ich ja auch gestartet hatte, vor haben wir noch ein paar Folgen jetzt. Das sieht wesentlich schlechter aus von der Performance her. Und es muss ja beim Jetskien und beim Wassersport, finde ich, auch relativ schnell sein. Von daher finde ich es bisher ganz gut. Ich fände es natürlich auch ziemlich geil, wenn wir mal hier den Erstplatzierten nochmal einholen oder Erstplatzierte. Ich erkenne das gerade nicht. Jetzt die schönen Panflöten. Ich bin ein Wasserstar. Ich war hier umher auf diesem Wasser. Das passt zwar nicht zur Musik. Das ist mir auch so egal. Aber egal, wir sind auf Platz Play hinter Tao Cheng. Ich weiß nicht, ob es ein Er oder ein Sie ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber er wird uns das nicht nachtragen. Nice. Super, super, super finde ich das. Also neuer Jetski. Direkt sind wir mehr vorne mit dabei. So, wir haben direkt 10 Punkte. Finde ich cool. Wie viel Geld haben wir? Ah, 1600 haben wir wieder. Finde ich gut. So, nächste ist Triple Ripple Tri-Center Arena. Wellengröße 0, enge Passagen. Es sieht wieder nach einer Indoor-Arena aus. Also insofern man Indoor das nennen kann. Achso, das hätten wir auch kaufen können. Naja, passiert. Als letztes kaufen wir uns den hier und dann haben wir das Spiel gemeistert. Ich bin überrascht, wie schnell man hier eigentlich schon so ein Fahrzeug kaufen kann. Tri-Center Arena. This will be exciting. And here's the champion. Ah, es ist ein Er. Tao Cheng. Ready, set, und go. Nein, nein, nein. Ich, genau das hasse ich. Das hasse ich. Das, Alter, das ist wie bei GTA Online. Ihr fahrt da ein Rennen und nun alle drücken dich weg. Aber ich finde den Sprecher, der zwar selten vorkommt, aber ziemlich cool. Ich mag das hawaiianische Lord Raiden, wenn man so sagt. Ich kann das nicht wirklich, aber ihr wisst zumindest genau das. So, aber schön gemacht auch die Arena nur so für sich. So, jetzt muss ich doch mal hinkriegen hier. Ja, ich habe einen Turbo, den finde ich auch ziemlich geil. Ihr werdet bestimmt schon in den Kommentaren geschrieben haben, hey, benutzt doch mal den Turbo. Und ich sage euch jetzt, ja, ihr habt recht, ich habe nur keine Ahnung wie. Man muss sich nämlich im Tutorial nicht verwenden. Oh, wir haben so ein... Alter, wir haben eine andere Kameraperspektive. Cool. Sogar meine Tempoanzeige. Ich muss sagen, das Spiel hat einiges zu bieten. Zumindest für den Umfang. So, aber ich bleib gerne so, weil dann habe ich ein bisschen mehr Blickfeld, wenn wir mal hier gerammt werden. Ah, schade. Da war es schon mit dem Rennen. Was? Der letzte wird sogar disqualifiziert. Meine Güte, was da passiert? Was ist da passiert, meine Damen und Herren? Und ich sehe gerade, wir bekommen auch für Stunts noch zusätzlich Geld. Nice. Also man hat hier jede Menge Möglichkeiten. Okay. man darf jetzt nicht drauf gucken, dass uns das Jetski-Boot durch unseren Charakter geflogen ist. Aber okay. Ja. Aber man muss ja auch sagen, so ist es auf jeden Fall schon mal gut. So, wir sind jetzt auf Platz 4. Gefällt mir nicht. Also wir haben wieder... Müssen jetzt beim nächsten Rennen reinhauen, damit wir wieder auf den vorderen Plätzen landen. Das nächste sind die Mangroven Mania. Alligator Swamplands. Sprich, wir sind in einem sumpfigen Land. In den Mangroven. The wildlife here is plentiful. I'm sure we'll see some wild animals before the race is over. Pole position! Ja, ich mag die Aussprache. Pole position! That's so exciting, man! That's so exciting! That Rion of Texas, we know that like we. So, I now play this game. And we are so exciting. Oh nein, ich habe verfehlt. Nein, 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 ich habe ihn verfehlt. Natürlich kann man hier auch ein bisschen mogeln, wenn man einfach an den Bojen normal vorbeifährt.
dann, what the fuck? Dann kann ich abkürzen. Aber ich brauche mein Geld. Geld. Ja, wie? Nein, das ist nicht der Turbo. Ich gehe mal davon aus, hier gibt es keine Hand. Alter, die Büsche sind aber ganz schön mies. Also die Strecke muss man erstmal kennenlernen. Hat heikle Stellen. So, ist das hier zufällig der Turbo gleich? Ich nehme meine gerade Strecke hier. Nein, das war irgendwas anderes. Ah, ich glaube, wenn man dreimal eine Boje verfehlt hat, ist man disqualifiziert. Ah. Deswegen rammen die einen hier auch wie so ein Wulach. Was auch immer ein Wulach ist, das kenne ich zumindest. So. Ah, Turbo Power Boost. Ah, haben wir mal eine Abkürzung genommen, aber uns nicht wirklich weiter nach vorne gearbeitet. Alter. Was gibt's denn hier alles für Verkürzungen? Also das gefällt mir persönlich ganz cool. Ganz gut meine ich natürlich. Meine Sprache ist mal wieder... Ja. Das erklärt auch, warum wir so weit hinten sind. Die anderen nehmen alle diese... Sie kennen die Strecke schon, ich aber nicht. Bin erst eine Runde gefahren, da habe ich die Strecke noch nicht in meinen Adern drin. So. Ja, wir kommen auf jeden Fall gut ran. So. Wow, Alter, Monster-Stunt. Das hat uns jetzt gar nichts in nichts gebracht. Aber ich finde es cool, wie man durch die Büsche springt, auch wenn es nicht so unglaublich realistisch aussieht. Aber es muss es auch nicht sein. Es ist ein Jetski-Rennen und... Alter, ich sehe nichts. Wo müssen wir lang? Da links. Okay. Wir sind auf Platz 4, finde ich gut. Wenn wir es geschickt anstellen, und ich hoffe, das tun wir, oder ich, können wir... Nein! Schade, ich dachte, wir können noch mit ein bisschen Boost an ihm vorbeiziehen, aber man muss den Boost immer komplett direkt verwenden. Schade, aber es ist okay. Es ist halt ein Jetski-Rennen. Und da muss man auch mal eingestehen, wenn man nicht gut spielt. Und das haben wir gerade nicht. Also ich. Ja, sind auf Platz 4. Schade drum, sind nicht wieder so gut platziert wie das letzte Mal. Aber unsere Siegerehrung ist diesmal, sind wir nur dabei. Links leider nur vom Treppchen, neben dem Treppchen. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, was soll man machen? Aber trotzdem ist das Spiel relativ spannend. Ich finde es ganz witzig. So für zwischendurch mal reinzuschauen. Und das kann man ja auch mit mehreren gleichzeitig spielen. Kann ich mich nicht beschweren. So, wir haben es nicht geschafft. Wir müssen also dementsprechend gut sein, um dann das nächste Level freizuspielen. Okay, dann spielen wir einfach nochmal, weil wir es können. Machen wir hier die Folge heute ein bisschen länger, weil ihr guckt ja eh gerne so lange Folgen bei mir. Ich kenne das ja. Das war ironisch. Wieder rumdance. Yeah, wiggle. Ciao, Cheng. Bauang. Aber die haben ja auch die High-Speed-Jetskis hier. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir wissen, wie man den Boost einsetzt. Und wie man aus der Bahn geworfen wird. Ganz einfach. Ah, da haben wir da Tao Cheng. Nee, das ist... Alter, werf mich nicht aus dem Level. So, wir sind auf Platz 1. Den müssen wir jetzt auch erstmal halten. So. Boosten können wir auch erst, wenn die Anzeige komplett gefüllt ist. Schade. So ein bisschen Dosierung wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das ist... Dafür reicht die KI hier nicht aus, dass auch ein bisschen da dosiert ist. Weil da könnte man nämlich Vorteile durch rausziehen. So. So haben wir uns nämlich einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Und man merkt schon, jetzt, wo wir die Strecke kennen, haben wir auf jeden Fall einen größeren Vorteil. So. Aber ich muss schon sagen, hier ein paar zu dem, neben den positiven Sachen, wie zum Beispiel diese Wassereffekte auf dem Bildschirm, die ein bisschen mehr sein könnten, vielleicht unten im Bereich des Bildschirms, finde ich es nicht zu übertrieben. Und sehen trotzdem ganz hübsch aus. Sehen ganz hübsch aus. So. Ah, schade, jetzt haben wir nicht genug Boost, dass wir hier nochmal nachlegen könnten.
Wir haben noch eine Runde, dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, nochmal richtig alles auf die Kacke zu hauen. An der nächsten möglichst geraden Stelle. Wie beispielsweise nicht hier. Ah, ich trau mich nicht, Mensch. Weil, ich habe nicht gesehen, hier kann man nicht abkürzen. So, jetzt haben wir mal die Abkürzung genommen. Ob uns das jetzt viel gebracht hat, weiß ich nicht. Aber bei Duellen bringt das auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, nicht gerammt zu werden. Und ich finde, das ist hier schon sehr viel wert. So, und gebeam. Nice. Yes, wir sind auf dem ersten Platz. Finde ich cool, finde ich nice. Boah, fall nicht vom... Alter. Da wäre sie uns hier fast noch... Ich muss mal kurz bei der nächsten Aufnahme, muss ich das ändern. Ich habe mein Mikrofon viel zu nah hier dran. Dass sie uns da runterfällt vom Jetski. Das soll natürlich nicht sein. Denn aufschlagen am Wasser tut nicht gut. So, machen wir noch schnell die beiden anderen Rennen. So, und sammeln nebenbei noch ein bisschen Geld. Außerdem möchte ich bemerken, aus irgendeinem Grund kann ich, wenn man zwei Bildschirme hat... Yes, wir sind auf Platz 1 mit unserer Lili. Wird das Spiel nur auf dem zweiten Monitor angestartet, wenn man zwei hat? Das finde ich merkwürdig. Das kann daran liegen, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Profi, was die Einstellung betrifft, dass mein zweiter Monitor als erster Monitor angegeben ist und der erste Monitor als 0, also sozusagen mathematisch 0-1. So. Könnte daran liegen, aber das ist jetzt auch nur mal wild ins Blinde geraten, weil das nämlich so aussah. So, und... Ah, da heben wir mal unsere Spreizbeine. Also, die, nicht wir. Also, sie hat das toll gemacht, hat Get direkt alles abgerockt. Hier Turbo zu verwenden, ist echt fies. Aber wir könnten das mal machen über die Rampe. Alter! Das war zu weit. Das hat uns jetzt eine ordentliche Position gekostet. Alter, das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt müssen wir noch versuchen, hier in der letzten Kurve alles rauszuhauen. Im vierten Platz. Nice, haben wir nochmal gerettet. Hui! Also hier einen Boost zu verwenden, kann ich nicht empfehlen. Außer man fährt vielleicht an der Rampe vorbei und fliegt nicht so durch die Moves wie mir. Naja. Also die Moves, die man machen kann, sind auf jeden Fall nicht schlecht, auch wenn sie gerade den Griff nicht in der Hand hat. Aber das sind kleine Details, da sollte man jetzt nicht drauf achten. So. Und wieder unsere guten alten Mangroven. Kloppen wir hier mal kurz durch. Bam. The wildlife here is ja, wunderschön. I'm sure we'll see some wild animals before the race is over. Wir sind wieder auf der Pole Position, weil wir wahrscheinlich immer noch die meisten Punkte haben. Ich habe da gerade nicht drauf geachtet. So, jetzt kennt man natürlich auch die Pflogenheiten dieser Strecke und diese besonderen Highlights. Wir können damit jetzt auch besser hier rumfahren, außer die fahren uns natürlich hinten rein wie die alten. Alter, Tao Cheng, ich befördere dich gleich ins nächste Level, du. Alter, Pseudo-Jetski-Fahrer, yeah. Jump. Yes, wir sind... Oh, Krokodile, nice. Also hier hat man sich definitiv Mühe gegeben mit den kleinen Details, die hier noch nebenbei sind. Auch. Also nicht, dass das Hauptspiel nicht so gut ist, aber es sind schöne Details, die hier noch damit eingepflegt wurden. Und ich finde, bei Spielen gehört sowas auch immer mit dazu. Das Gesamtbild muss stimmen, aber dann auch die Details. Also sozusagen immer das Balancing zwischen beiden Dingen. So. Und mal hier wieder in die Kurve geformt. Meine Freunde, rutschig. Ja, da haben wir wieder unseren französischen Mitstreiter hier, der uns einfach mal den Weg... Wow, Alter, wie man hier auch rumgeschleudert wird. Alter, das ist doch Jacques Grimillon. Aber weißt du was, Jack? If you know Jack, if you'll back no more. If you know Jack, if I hold back no more. So, damit meinte ich, ich wollte ihn überholen. So, letzte Runde, wir sind immer noch auf Platz 1 und da haben wir den Tao Cheng wieder, boah, voll gegen den Böller gefahren.
Gegen die Boje. Gegen die Boje. Da ist er zu einer Vasen-Heulboje geworden. Ja. Wir müssen hier auf jeden Fall noch. Alter, jetzt verkacke ich hier alles. Das darf doch nicht wahr sein. Die KI legt hier nach. Na, vorsichtig hier durchgefahren. Können wir noch die Ruhe bewahren? Hier könnten wir auch viel besser durchfahren. Das Problem ist, hier sind viele Büsche, dass man immer nur springt und. Boah. Langsam hier rum. Und give them all what you got. Nein, 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 nein. Wir kommen noch an dem Jacques Chirac hier vorbei. Alter, nein. Ich kann den Sieg nicht aufhalten. What the hell? Wo kommen die beiden denn jetzt noch her? Alter, jetzt hätten wir fast noch den vierten Platz gekriegt. Nicht. Meine Herren, aber wir sollten trotzdem gewonnen haben. Meine ich. Nein, wir sind nur noch auf Platz 2. Das ist doch Mobbing. Das ist doch Cheaten. Wie sollte man denn da normal durchfahren können? Aber egal, wir kennen die Strecke und wir sind jetzt definitiv höher als beim letzten Mal. Bam. So. Der nächste Pokal ist meiner. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Hellgas. Aus der Distanz mit der Mütze. So, wir haben 4.125 Dollar gekriegt. Nice. Und du hast die neue Meisterschaft freigeschaltet. Ignat Amateur Championship. Amateur. Neues Wasserfahrzeug haben wir auch freigeschaltet, was wahrscheinlich heißt, dass wir ein neues kaufen können. Und wir sind jetzt Rang Amateur. Nice. So, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen werden oder was auch nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und schreib mal gerne in die Kommentare, ob du noch weitere Folgen gerne sehen willst oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich schon mal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und immer schön trocken bleiben hinter denen und ciao.